So. Hi Sven. Guten Abend, Robert. Ich Jetzt habe grüße ich zwar dich. kein Intro gehört, aber dafür verstehe ich dich. Sehr gut. Aber das ist halb so wild. Ich grüße dich. Sommerpause ist vorbei. Herbst ist da. Es regnet. Mir Ja. laufen fast die Tränen runter, weil der Auftakt nicht geklappt hat. Aber so, das sind wir uns ja gewöhnt. Also, weil wir können nicht auf einmal nach der Sommerferien professionell sein. Nachdem wir es schon ein halbes Jahr nicht angebracht haben. Genau, und eigentlich, Sven, eigentlich wollten wir ein Best-of unserer Fails machen und das wäre dann mal wieder einer. Das sind immer die Ist gut, haben wir lustigsten. es noch nicht gemacht. Absolut, das sind dann immer die lustigsten Sendungen, wo überhaupt nichts klappt. Und ich glaube, wir legen gleich los. Sven, was haben wir haben uns zusammengesetzt im Sommer. Was haben wir Neues gemacht? Was gibt's Neues bei uns im Podcast? Wir haben viel, wie Sie haben, das neues Intro haben wir. Wir haben ein bisschen einen neueren Ablauf oder den Ablauf ein bisschen angepasst. Wir haben, wenn man dem so kann sagen, unsere Podcast-Familie ein bisschen erweitert. Wenn man das jetzt schon darf, laut ist, haben im November die erste reine französisch sprechende Podcast-Folge geplant, wo weder ich noch der Robert machen, sondern zwei komplett andere. Ja. Viel Brainstorming, viel zusammengesessen, neue Ideen gesammelt. Absolut, und weil du gerade sagtest, wir hatten einen ganz anderen Ablauf geplant, der ist jetzt auch ins Wasser gefallen. Das ist so. Dadurch, dass wir den Stream neu starten wollten. Was wir auf alle Fälle immer am Anfang eines jeden Podcasts machen wollen, ist, wir wollen euch kurz News und Gossip aus der Schweizer Judo-Szene bringen, bevor wir unsere Gäste zuschalten. Und die Quellen, die wir haben, sind eigentlich die gleichen, die ihr auch habt. Aber ja, wir haben sie einfach noch ein bisschen aufbereitet. Die größte News, wo wir leider keine Fotos finden, was mich unglaublich ärgert, weil wir die Stories nicht kopiert haben, ist die Hochzeit vom Cyril Großklaus. Alles Gute. Möge es dann viel, viel, viel Judo-Nachwuchskinder geben. Außer Cyrils Hochzeit, was war noch? Es gab viel, viel Judo, oder? Es wurde gekämpft in Bosnien-Herzegowina. Ja. Unglaublich mit einer riesigen Armada. 13 Jungs, 2 Mädels und am Ende sogar eine Medaille. Eine Bronzemedaille für. Samuel Weizsäcker, oder? Bis 60. Genau, Samuel Weizsäcker. Dann wurde noch gekämpft in Belgien. Da hat die. Ja, Lia ja. Monet. Lia. Lia, genau. Einen ersten Platz abgeräumt und es wurde sogar noch weiter im Ausland gekämpft. Es wurde noch in Liechtenstein gekämpft. Heute waren die liechtensteinischen Landesmeisterschaften mit vor allem Jugendkämpfen. Und was ich auch noch gehabt habe, das Wochenende sind Schweizer Athleten in der Bundesliga im Einsatz. Zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Auch Absolut. dort, also Schweizer Judo steht definitiv nicht still. Das steht Auch nicht wenn. still. Und trotzdem gibt es leider einen Wermutstropfen für die nächste Woche. Murten hat das Schülerturnier am Sonntag abgesagt. Am Samstag, Elite findet statt. Leider findet Sonntag nicht statt. Aber ja, 500 Judoka auf einem Haufen. Da braucht es einfach ein Riesensicherheitskonzept. Und absolut verständlich, wenn das mal nicht klappt. Sven, wir sind heute nicht allein. Wir haben es schon angekündigt. Wir haben zwei Gäste eingeladen, wir sind fast nicht drum rumgekommen. Wir haben viele Alternativen gesucht, aber das Schweizer Judo hat einfach gerade zwei Top-Shots. Und du hast ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, oder? Du hast geschaut, was in den letzten Jahren an Medaillen zusammengekommen ist. Und
Ich lese das einfach mal vor. Ich weiß gar nicht, ob ihr das selber wisst, aber das ist Seite U18, haben unsere Gäste zusammen 24 Schweizer Meisterschaftsmedaillen im Einzel. In der Mannschaft wären es dann über 30. 30 Europacup-Medaillen, 2 Weltcup-Medaillen und 7 Top-7-Platzierungen. 7 weitere Medaillen auf der World-Tournee. Plus, jetzt kommen die heftigen Zahlen, Sven, oder? Jetzt, also der, so, ja. Also ich dachte, es sind viele, aber der ist heftig. 7 definitiv. EM-Medaillen, 3 WM-Medaillen und ein olympisches Diplom. Ganz, ganz herzlich willkommen den Medaillensammlern Fabi und Nils. Fabi, ganz, ganz herzlich willkommen, wieder bei uns eingeladen. Du hast es dir verdient. Aus Stilli, guten Abend. Hallihallo, liebe Grüßli und danke für die Einladung. Und wir fühlen uns schon fast zu Hause bei dir. Derselbe Hintergrund, wir wissen, wie es aussieht. Das ist eine herzliche Umgebung. Wieder bei dir im Wohnzimmer. Und mit dem krassen, krassen Vorhang im Hintergrund und dem noch schöneren Lächeln. Nils, guten Abend. Hallo zusammen. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Nils, du bist nicht in Stilli. Sieht aus wie ein anderer Vorhang. Wo hängst du rum? Ich bin in der Ferien, in Frankreich gerade im Moment, ja. Und wo genau? In der Nähe von Lyon sind wir. Und Ferien, Lyon, wie lange bist du jetzt in Ferien seit der Olympiade? Ja, schon ein Zeitchen. Ich hatte zuerst noch ein paar Prüfungen gehabt von der Berufsmatur. Nachher bin ich 3 Wochen in Schweden gewesen. Kurz zu Hause gewesen und jetzt bin ich noch mal eine Woche weg in Frankreich. Genau. Und nachher fängt das Training wieder an? Ja, langsam, ja. Und du, Fabi? Wo ist es bei dir in die Ferien gegangen nach Olympia? Ich bin fast direkt abgeflogen. Wir sind, glaube ich, am Donnerstag heimgekommen und am Freitag bin ich nachher schon abgeflogen. Ja. Auf Spanien für 2 Wochen, auf Formentera, was ganz schön war. Nachher von dann eigentlich aber die Heime gsi, ein bisschen verlängerte Wochen, mal im Tessin gsi oder mal auch in Colmar. Und ja, mal die Freizeit, die wir sonst nicht so haben, ein bisschen genossen. Definitiv, ja. Wir haben das ja im Vorhinein schon mal besprochen. Ihr macht jetzt Ferien. Ihr geniesst eure Ferien nach Olympia und während dann die anderen wieder zurück in den Alltag mit. Genau. Wir sind heute Abend zu viert hier. Aber wie jeden Abend, wie jeden Sonntag in Zukunft, könnt ihr interaktiv dabei sein und Fragen stellen, primär auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr im YouTube Fragen reintöckelt, wir können die Fragen hier sogar auch live einblenden. Da müssen wir Fabi kurz für rausschmeißen. aber es ist einfach, wer sich als erstes einwählt, hat die Gunst der Stunde und verschwindet da mal ganz kurz. Und hey, wir freuen uns auf ganz, ganz viele Fragen. Fabi, du warst jetzt auch in letzter Zeit du warst präsent. Viele Interviews, viele Auftritte schon vor Medien. Kotzt dich so langsam an? Das ist jetzt etwas, was ich noch nie mega gerne gemacht habe, aber es ist jetzt auch also alles andere als schlimm eigentlich. Klar bin ich auch froh, wenn du nicht immer so viele Sachen zu tun hast und immer jeden Tag noch mit zusammen musst. Aber ich glaube, auch mit Judo ist das jetzt nicht ganz so extrem wie andere Sportarten. Von dem her alles okay. Ist das heute die letzte Interviewanfrage oder steht noch irgendwie Schweizer Illustrierte, so die Home-Stories auf dem Plan? Nein, das ist dann für erfolgreichere Sportler wahrscheinlich, ja. Nein, ich habe noch eine Einladung bekommen ins 3T-Lager, wo ich helfen bei so Workshop von der Swiss Olympic, respektive von Sporthilfe, wo sie die Kleinen ein bisschen motivieren wollen, das ganze Konzept zeigen und vorstellen. Und dann haben sie dort noch ein paar Athleten eingeladen, wo ich dann dort auch noch bin, für Fragen zur Verfügung gestanden. Und das ist dann so etwas Letztes.
Okay. Du warst schon im Urlaub, Fabi, wo warst du? Ich bin in Spanien gewesen. Wir haben ja vorher schon mal drüber geredet, aber wir wollten noch mal bestätigt haben, dass du das auch in die Tat umsetzt. Du warst wirklich ohne Rückflugticket oder hast am Ende doch die Hosen voll gehabt und dachtest, hey, es wird günstiger. Ohne Rückflugticket, aber mit Auto vor Ort zum Heimhof. Okay. Nils, seit der Olympiade nach den Prüfungen, wo warst du jetzt alles? Jetzt bist du in Lyon. Wo warst du vorher noch? 3 Wochen in Schweden bin ich, ja. Der Ferien. Und nach Lyon, wo geht's weiterhin? Hi. Auf Bruck. Du bist in Frankreich, oder? Einer der großen Judo-Nationen. Wir haben es jetzt am European Open wieder gesehen. Die haben sensationell abgeräumt. Hast du einen Judo-Anzug dabei? Nein. Das mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Haben ihr beide das Judo gejagt aus Olympia? Jawohl. Außer für vielleicht einen Medientermin oder was auch immer. Ich bin schon ganz in 3 Trainings gewesen. Das sind wahrscheinlich 3 mehr als der Nils, oder? 1 mehr. Also richtige Trainings, nicht irgendwie so Sommercamp mit Kindern spielen. Nein, mit Randerei und Abschlussbelastung sogar. Wann geht es bei euch jetzt wieder los? Bevor wir zurückblicken, um die Ferienzyklus zu enden, Nils, wann startest du wieder in den Trainingsrhythmus? Ja, eben jetzt dann langsam, wenn ich wieder zurückkomme von der Ferien sicher. Aber langsam anfangen, ja, mit 2-3 Mal in der Woche Judo, Kraft, ja, so. Also als erstes Kraftaufbau oder Fettabbau? Kraftaufbau, ja. Schön. Das ist das Schöne beim Judo, oder? Man kann so ungeniert übers Gewicht reden. Man oder ihr kennt das vom Turnier, oder? Und dann sieht man da jemanden laufen und dann denkt man, oh, die ist ja noch süß. Und dann sagt der andere, ja, das ist eine 63er. Menschen werden nach Gewicht klassifiziert. Die Jungs auch nicht, die Jungs auch. Fabi, dein Plan steht schon? Eigentlich auch gleich wie der Nils, jetzt wieder 2-3 Mal Judo pro Woche und dann noch 2-3 Mal ein bisschen Kondi oder eben auch Kraft, zum langsam wieder anfangen und dann spätestens ab November wird dann wieder Vollgas eingestiegen. Und das Oktober, erste Turnier? November. Ist das schon geplant? Wisst ihr es dieses Jahr noch was oder dieses Jahr ist einfach mal tote Hose? Ich glaube eigentlich erst ab nächstes Jahr, eigentlich 2022 theoretisch. Aber was, wie, wo genau, haben wir noch keinen Fuss bekommen. Nein. Und mehr oder weniger dann für direkt wieder die Qualifikation. Weil wir haben ja nur noch 3 Jahre, beziehungsweise. Ja. Genau. Wahrscheinlich der erste Höhepunkt wird nachher schon wieder die Europameisterschaft bei uns werden. Okay. Ja. Das ist ja krass, oder? Wenn man sich jetzt die... Habt ihr Sarajevo ein bisschen reingeschaut oder gar nicht? Ergebnis mal reingeschaut. Okay, Nils, dein Bruder hat gekämpft. Ja, genau, ja. Kurz. Leider nicht so gut. Aber ja, also ich habe schon ein bisschen geschaut. Einfach die Schweizer halt, ja, hauptsächlich. Nicht gross. Wenn du in deine Gewichtsklasse guckst, die 73, wie viel Prozent von den aktuellen Kämpfern da kennst du? Also den Österreicher habe ich erkannt, den Čiček und so. Aber kennst du alle? Schon mal gehört? Nein, nicht alle. Ich kenne schon ein paar Leute. Sicher, ein paar Namen kenne ich schon. Aber es hat schon ein paar dabei gehabt, die ich jetzt nicht gekannt habe. Ja. Den Gewinner hast du gekannt? Frag nicht, wer gewonnen hat. Rakune. Boros Benche. Boros Benche aus Ungarn. Ah ja, habe ich auch schon gehört, aber ja, also der Name sagt mir etwas. Fabi, du hattest jetzt Zeit, dich kurz vorzubereiten auf die Frage. Die kommt wie so ein Ping-Pong-Ball zu dir gespielt. Die 52er, schon mal gehört? Ich hab die Liste mal ein bisschen durchgeschaut. So viel hat es abgesehen davon ja nicht gehabt. Und die Hälfte habe ich schon bekannt. Aber ich glaube, die Französin, die gewonnen hat, zum Beispiel, die habe ich jetzt... Der erste Blick eigentlich nicht wiedererkannt, keine Ahnung. Aber die zweit geworden ist und dann auch eine, die dritt geworden ist, die kenne ich dann schon noch. Das ist ja irgendwie, das sind die Perspektivkader der Teams, oder? Das ist so die zweite Reihe, die,
die jetzt noch die Chance vielleicht hat, durchzubrechen. Ja. Andere auf dem Tableau, wisst ihr von Kämpfern aus eurer Kategorie, die jetzt nach Olympia aufgehört haben, Fabi? Also hundertprozentig wissen es eigentlich nicht. Klar, man vermutet zum Beispiel, dass vielleicht kein Mandy aufhören wird, vielleicht auch die Russin. Das sind wahrscheinlich eher so Kandidaten, die jetzt langsam könnten verschwinden, aber wissen, das tun ich eigentlich nicht, nein. Ich bin selber gespannt, auch wer von den 48 jetzt alles neu aufkommen wird, wer von den Jungen neu kommt, mehr, ja, wird spannend nächstes Jahr. Absolut. Es gibt ja jetzt zwei Grand Slams noch dieses Jahr oder einen, wo man da so ein bisschen reingucken kann, wer so in den Kategorien kommt von den Nationen. Nils, hast du schon Insights bei dir in der Gewichtsklasse? Nein, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Wirklich. Ich meine, hey, du hast ja bestimmt mal auf die Weltrangliste geguckt. Du weißt, du bist ganz wenige Punkte hinterm Olympiasieger Ono. Hä? Und du hast echt die Chance, mit ein paar Turnieren ihn einfach zu überholen, weil er wahrscheinlich nicht kämpfen wird. Ja, das stimmt. Irgendwelche anderen Top-Stars von Olympia, von denen man weiß, dass sie aufhören? Sven, hast du was gehört? Nein, von gar nichts gehört in die Richtung. Oder die georgischen Facebook-Kanäle sind eigentlich immer up-to-date, aber auch die haben nichts geschrieben. Da werde ich immer zu bombardiert. Irgendwie muss ich die mal teilweise abstellen. Also Georgien hat eine unglaubliche Werbemaschine da im Judo-News-Bereich. Definitiv. Das ist extrem, was die machen. Zurück zu Olympia. Dürfen wir über Olympia reden oder habt ihr es abgehakt? Mir aus gern. Und zwar, wir haben uns ja mit einer Fanbase in einem kleinen Hotel verschranzt und euch da verfolgt. Und so richtig emotional wurde es ja bei der Auftaktsfeier, beim Einlauf. Wie war für euch euer erster Einlauf? Ist das nicht eine schöne Frage? Kann man nach dem Arztbesuch auch fragen? Also, Nils, der Einlauf ins Olympiastadion, würdest du es nochmal machen oder war es das wert, da mitzulaufen? War es für dich ein Push? Ja, es war sicher mal ein Erlebnis gewesen, klar. Aber ja, wir haben halt viel müssen warten vorher, bis wir haben können rein ins Stadion. Es ist ziemlich lang gegangen. Aber es war sicher ein cooles Erlebnis gewesen, dort mal durchzulaufen. Und ja, es ist halt dann wir sind nur einmal kurz durchgelaufen und nachher sind wir eigentlich schon wieder auf den Bus heim, weil du hast so können die kurze Version oder die lange Version machen. Okay, ihr seid nicht die ganze Zeit dann rumgestanden, wie viele andere? Nein, wir haben dann nachher nicht die Zeremonie geschaut und so, wir sind eigentlich nachher wieder zurück, weil das wäre sonst ja, ewig gegangen bis länger in die Nacht rein und wir sind halt immer noch vor unseren Wettkämpfen gewesen, ja. Das wäre nicht so optimal gewesen. Und das ist ein Nachteil von der Judo-Wettkämpfe, dass ihr ja, also ich sage jetzt mal, ihr jetzt direkt nicht, aber die 48er und 60er kämpfen am nächsten Tag direkt wieder. Ja, genau, ja. Und Nils, hast du Feedback gekriegt von zu Hause, vom Papa, der dir gesagt hat, hey, die Mama hat das Sofa voll geheult, die war emotional weg, oder er selber? Ja, nein, ich denke, sie haben es sicher cool gefunden, ja. Und so es gesehen haben, dort auf Fotos oder im Fernsehen, ja, sicher Freude gehabt. Ich meine, das war jetzt, oder? Darauf hat man jetzt trainiert, oder? Und Fabi, möchte man es nochmal haben? Nein, sicher sehr gern. Also, wie Denis gesagt hat, es war am Anfang ein sehr langes Warten und Anstieg. Aber schlussendlich, der Moment, wenn man reinkommt, war etwas ganz Lässiges gewesen, wo man sicher nicht so schnell vergessen wird. Klar, jetzt war es noch ein bisschen geschmälert durch Corona, weil es auch wirklich fast keine Zuschauer hatte. Darum ich denke, wenn es dann in Paris nochmal eine Möglichkeit gäbe, wäre das sicher nochmal ein anderes Erlebnis, dort nochmal zum Einlaufen. Absolut, oder? Mit Zuschauern, das gibt dann nochmal eine extra Portion
Ich glaube, Gänsehaut. das ist dann wirklich so noch ein i-Tüpfel, ja. War das bei dir eine Diskussion vorher, Fabi, dass du mitmachst oder nicht, obwohl du gleich eigentlich danach kämpfst und die anderen Sachen im Kopf hast? Also ich habe eigentlich gewusst, dass ich es unbedingt gerne würde erleben, halt einfach die kleine und eben nicht die ganze Runde oder die, ja, die lange. Das war kein Thema gewesen und da ich halt auch nicht so extrem viel haben müssen abnehmen, weil am nächsten Tag war ja mein Wegetag, hätte sich das jetzt auch gut vereinbaren lassen. Wenn ich jetzt natürlich klar keine viel schon geschwitzt hätte und völlig am Ende gewesen wäre, hätte es sich wahrscheinlich definitiv nicht rendiert oder es wäre nicht clever gewesen. Aber so ist das definitiv vertretbar gewesen. Es hätte im Übrigen auch für die 48er die Möglichkeiten gehabt, 60er zu gehen. Die hätten dann sogar dürfen am Morgen einwägen gehen, weil die sonst die Wege verpasst hätten. Oh wow, das wäre Aber noch ich eine weiss nicht, ob ich es Jackpot-Variante, oder? gemacht hätte. Aber es hätte die Möglichkeit gegeben. Ja, aber die Schweiz Nicht schlecht. hat ja kein 48er oder 60er. Da hat sich die Frage erübrigt. Wie viele Tage vorher wart ihr dann in Tokio? Ihr wart ja länger dann schon in Japan, aber wann seid ihr genau ins Olympische Dorf eingezogen, Fabi? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind etwa so 4, 5 Tage, also 5 Tage etwa vor dem Wettkampf von mir. Ich glaube, um den 22. Juni hätte ich gemeint, sind wir nachher ins Olympic Village gekommen. Seid ihr Aber eigentlich immer das ist getrennt gleich so ein bisschen gewesen? länger her. Ein Seid bisschen ihr viel aus. Sonne und Ferien dazwischen gehabt. Hat einiges weggebrannt. Seid ihr die ganze Zeit zusammen gewesen? Oder hat man euch irgendwie getrennt gehalten mit euren Trainingspartnern, damit wenigstens einer von euch coronamäßig durchkommt? Oder habt ihr euch schon am Frühstückstisch gesehen? Nee, Ja, jetzt. ja. Nein, wir sind schon nicht dran gewesen, nein. Okay. Komplett. Von den Erlebnissen, die ihr in Japan habt, was war so das Skurrilste? Wo sagt ihr, hey, das war jetzt freaky, unerwartet? Gab es sowas, obwohl ihr gar nicht nach Japan richtig rein seid, oder? Also jetzt nicht von Japan aus, sagen wir mal, aber in Japan, was ich eines der lustigen oder ja, Momente gefunden habe, ist, wo wir kurz vor dem Einlaufen gewesen sind und sich dann unser Fahnenträger noch schnell das Gesicht abgepudert hat. Das ist so ein Moment gewesen, Ja, aber hey, der Typ, der ist im Fokus. Also was da? Der raucht ich einfach musste nur schmunzeln. Ja, eben, so halbes. etwas wäre ich nie gekommen, darum. Aber auch der Nils, was ist ja gerade hinter dem Pablo Brecker gelaufen, oder? Der ist ja, also viel mehr Fokus geht ja nicht als direkt hinter dem Fahnenträger. Ja. Ihr habt gesehen, wo die Kameras waren beim Einlauf? Nein. 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 Das heißt, man muss einfach permanent winken. Genau. Ja. Diese Runde musst du einfach mal irgendwie so 10 Minuten lächeln und winken, weil du weißt nicht, wann der Shot kommt. Der ist noch relativ heftig. Ja. Gab es da irgendein Intro von einem Regieassistenten, was man machen muss, oder wurdet ihr da, habt ihr mal Probe gewunken? Nein. Nein, nicht. Wir haben ein Fähnchen handgedruckt bekommen, das wir dann brauchen durften. Und uns ist noch gesagt worden, es ist nicht, also, wir sollen nicht immer das Handy vorne haben und filmen alles, sondern uns mehr auf den Moment konzentrieren und es einfach auch geniessen, weil es gleich schnell wieder vorbei ist. Das sind so die beiden Sachen gewesen. Ja, ich glaube ja, das mit dem Handy wäre eher etwas für einen Abschlussfeier. Ja. Wahrscheinlich so wie es von außen mitbekommst, mehr oder weniger Party pur, alles in der Lichter, es ist alles fertig. Ja. Ja. Ihr Aber wisst ja. hoffen wir, dass es 23 so weit ist. Wäre schön. Absolut. Ihr wisst ja gar nicht, wie es ist mit lange olympisches Dorf, aber man hört es ja von Hörensagen. Wie lange bleibt man dann eigentlich als Judoka? Bleibt man dann immer bis zum ganz Ende? Wäre man 3 Wochen noch im olympischen Dorf oder würde man noch eine Woche Nein. Party machen und dann wegfliegen? Nein, gar nicht. Also wir sind bald nach dem Wettkampf einfach wieder abgereist. Aber das hat mit Ein, Corona zwei zu tun Tage gehabt, nach oder meinem Wettkampf allgemein? gab es mir. Sorry?
Das hat allgemein, oder? Ist das Jahr so gewesen? Ja, das Haben stimmt, ja. alle müssen gehen nach 2, 3 Tagen. Aber Ja, im genau, das Normalfall stimmt. wäre er sicher gern geblieben bis zum Schluss. Wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, klar, ja. Ich denke schon, ja. Was ich so ein bisschen gesehen habe, das kosovarische Team hat sich so ein bisschen aus dem olympischen Dorf gestohlen, oder? Da gab es so Fotos von außerhalb, aus irgendwelchen Teehäusern oder sowas. Gab es bei euch keinen Versuch mal der Flucht? Nein. Ach, bei mir jetzt weniger. Ich glaube, da hätte ich fest Angst gehabt. Man hat ja auf dem Handy zum Beispiel auch, bist ja alles getrackt worden, wo du überall warst, also wo du immer bist und so. Also ich glaube, das wäre schon jetzt das Cleverste gewesen, abgesehen davon. Das ist schon fies, wenn die wissen, du musst das Handy sowieso mitnehmen, weil du einfach nicht mehr zurückkommst und nicht weißt, wo es lang geht. Und wer hat schon ein Zweithandy dabei? Ah, ihr hattet einen Tracker auf dem Handy. Oh, krass. Dass man so eine App müssen runterladen, also eigentlich zwei, aber das eine ist mir, glaube ich, um Gesundheit zu und das andere ist, glaube ich, wirklich mehr gewesen, halt, wo geschaut hat, wo du immer bist, ja. Ich Wenn ich es richtig verstanden habe. stelle mir das gerade vor, da ist so ein Kontrollzentrum und da sitzen die Leute und beobachten so kleine grüne Punkte und gucken, wer geht da am Das ist weitesten vom. so ein riesen Bildschirm, wie bei der NSA. Alles Genau, wer geht da am überwacht. meisten vom Olympischen Dorf? Ey, wir haben einen Ausbrecher. Sektor B. Kameras werden überwacht, mit wem dass du dich triffst, wo dass du dich triffst, ob die Leute Masken anhaben, alles Mögliche. Nils, für dich auch noch die Frage, so ein skurriler Moment, unabhängig vom Puderer des Fahnenträgers, wo dachtest du, wow, das kann eigentlich nur in Japan passieren oder ja, unerwartet. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo, apropos Ausbrechen, ist einer von, ich glaube, Ghana irgendwie, im Gewichtheber oder so, glaube ich, ist die Story aufgekommen, irgendwie, unser Physio hat uns irgendwann mal erzählt, glaube ich. Ich hätte irgendwie doch nicht an Olympia teilnehmen aber ich war schon dort gewesen, und nachher ist er anscheinend irgendwie abgehauen und man hat ihn in Tokio nicht gefunden, irgendwie, ja. Und dann haben wir uns halt so vorgestellt, so ein riesiger Mann unter den allen kleinen Japanern. Ja, aber ich glaube, Dings, das, ja, ich glaube, die Dings habe ich auch gelesen, die ist bei uns, glaube ich, 20 Minuten ist die gestanden. Ich glaube, die haben noch Qualifikationswettkampf gehabt und er hat sich, glaube ich, nicht qualifiziert und dann hat er Asyl beantragen in Japan oder so. Ja, irgend so etwas, ja. Aber, ja, das ist schon skurril, das stimmt schon. Aber deine Gedanken jetzt, das ist absolut, oder? Jemand aus Ghana, wie 1,90 groß, versteckt sich noch relativ schwierig in Tokio. Der japanische U-Bahn oder so. Kannst auch nicht sagen, ich habe den nicht gesehen. Leugnen ist zwecklos. Fabi, du hast Er es. ist dann aber gefunden worden, abgesehen davon, was für Ja, eine das stimmt. Überraschung. Du hast es bei deinem Interview mit Züri Ost schon irgendwie vom Essen hast du schon gesprochen. Habt ihr öfter mal japanisch gegessen oder mehr Pizza und Spaghetti? Ich glaube, ich habe schon mehr Japanisch dort gegessen. Aber es hat ja da so Fine Dining etwas gegeben, wo es ein spezieller japanisches Essen gegeben hat. Dort sind wir ein paar Mal gewesen. Sonst in der Mensa habe ich, glaube ich, nach dem Wegen habe ich, glaube ich, Pasta gehabt. Aber sonst habe ich meistens so 1, 2 Gyoza jetzt eigentlich jeden Tag gegeben. Nee, jetzt kann man dich mit Japanisch verführen. Ja. Sehr gut, ja. Sehr gut. Habt ihr jetzt Einstimmung auf Tokio irgendwie so einen Sushi-Rollkurs gemacht oder so? Einfach so wie so ein Event-Training? Nein, das nicht, nein, nein. Aber haben wir das nicht mal mit Uster? Haben wir doch einiges mal etwas so gemacht, Team-Event? Aber ich weiß nicht, ob das für die Schweizer Im Pura Meisterschaft S, Pura S, war. ja. Ja, das Ja, haben wir gemacht. da haben wir zwar nicht Sushi glaub's, gemacht, aber irgendwie so Nudeln oder Oder Ramen, ja, Yakisoba. das ist möglich. Irgend sowas, ja. Das ist so, An das mag ich mich noch erinnern. hat sich aber teilweise als blödes Event herausgestellt, wenn du ein Food-Event vor der Schweizer Meisterschaft gemacht hattest, wo eigentlich alle auf ihr Gewicht geguckt hatten. Das Feedback war dann so wie, hey, wir kochen gerne, aber danach das Zeug essen, das kann ich einfach gerade nicht. Ja, das stimmt. Für das hast du ja Trainer dabei gehabt, oder? Absolut, ein riesiger Trainerpool, aber hat mich ein bisschen gewurmt, weil es waren relativ einfache Events.
und noch relativ cool, aber es hatte man nur die Hälfte einfach danach mitgegessen. Ja, das nächste Mal wäre es noch einmal nach der Essen. Wäre vielleicht ein bisschen gescheiter, Sonny wird. Ja. So als Abschluss. Ja, aber nach dem SEM ist immer vor der SMM. Dann halt nach der SMM, so als Gedankenstütze. Sehr gut. Sushi zu Weihnachten, ich sehe es schon vor mir. Unter dem Weihnachtsbaum, ja, genau. Aber so wie ich Nils jetzt gerade verstanden hat, Sushi geht immer. Was? Japanisch geht immer. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal Sehr so frischen zwischendurch. Gaben, alles. Das, ja, das habe ich schon sehr gern. Gibt es was, Ich was merke du. gerade, ich bin der Einzige, der kein Japanisch ist, da in dieser Gruppe. Oder noch nie Japanisch gegessen. Bist schon Ich bin mal ja in noch nie. Japan gewesen? Nein, das eben auch nicht. Dann wird zu dem blicken. Ja. Ja, oder dass der Robert mich nicht einlädt. Vielleicht auch an dem. Es gibt Beweisfotos aus meinem Garten, Sven, wo du da sitzt. Ja, sitzen, aber nicht essen. Ich muss Sven dann immer durch den Keller reinschleusen, weißt du, in den Garten direkt, damit er bloß nicht in die Wohnung kommt. Wie? Du musst aufs Klo. Das war jetzt nicht eingeplant, Sven. Okay, ich nehme das auf. Das war jetzt konstruktive Kritik am Podcast. Koordinationsessen. Wir werden mal wieder ein Aber Japan Brainstorming ist machen. definitiv von mir mal das Ziel. Das schon. Ja. Und Sven, wenn du in Japan nicht immer zu McDonald's willst, kommst du um ein bisschen Sushi nicht drum rum. Das glaube ja. So cool. Könnt ihr euch an jede Minute aus eurem Kämpfen erinnern? Also, Nils, ist vielleicht ein bisschen einfacher für dich die Frage. Und haben die ruhig Kämpfer nochmal angeschaut nach Olympia? Nein. Nein. Ich noch nicht übers Herz gebracht, meinen Kampf nochmal anzuschauen. Nein. Fabi, die Und ersten bei dir? drei? Ich muss auch ehrlich sein, ich habe es noch nicht angeschaut. Am Anfang habe ich mal wählen, aber dort habe ich es noch nirgends gefunden. Und irgendwie seitdem habe ich es jetzt konsequent noch nicht angeschaut. Ja. Aber ich glaube dann auch jetzt, dann, wenn es dann wieder richtig losgeht und eben wieder im technischen Bereich geschafft werden muss, dann wird dann das schon nochmal angeschaut, auch als Analyse und eben was, wo hätte man besser machen können und ja, dass man das dann ins Training kann mit einbauen. Guckt ihr auch direkt vorm Kampf vielleicht gegen denselben Gegner nochmal den Kampf an, den ihr beim letzten Mal hattet, wo ihr seht, okay, so war der letzte Kampf gegen diesen Gegner. Oder macht ihr das nicht? Oder macht das nur der Coach? Jetzt. Ja, der Coach sicher direkt vor dem Kampf jetzt nicht, aber so am Abend vorher oder am Tag vorher schaust du sicher mal den ersten Gegner an oder so, mal das Video. Ja. Ich meine, Fabi, für dich wird es jetzt mega schwierig, den ersten Gegner anzugucken. Du bist jetzt top gesetzt. Da kommen jetzt nur noch irgendwelche Überraschungskisten auf dich zu. Ja, du, wenn jetzt irgendwelche 48 wie ein Bilotit raufkommt oder vielleicht auch Krasniqi oder so, dann wäre das eine sehr gute erste Runde. Ne? Und da wird die mehr als genug Videomaterial finden. Aber nein, ich habe auch meistens am Tag vor, also wenn die Auslosung kommt, schaue ich, wer ich habe. Und dann schaue ich ein bisschen von denen von mir im Pool ein bis zwei Kämpfe. Und dann im Training sozusagen mit dem Alex schauen wir das schon ein bisschen an und dann im nächsten Tag beim Einwärmen, dass man das auch noch mal ein bisschen, das eine oder das andere, einfach die Punkte, die man muss im Kopf haben, noch mal macht. Aber jetzt vor dem Kampf selber noch mal die Videos schauen, das mache ich eigentlich nie, nein. Also du schaust mehrere Gegnerinnen oder potenzielle Gegnerinnen am Tag oder in der Woche vorher. Ja, also sicher die, die ich habe und dann halt, wenn noch so im Pool halt noch drei, vier. Schaue ich vielleicht noch einen Kampf von denen oder so, einfach nochmal, um ein bisschen, ja, das im Kopf zu haben. Okay. Jetzt, du schaust dir die Kämpfe an vorher. Ja, eben ähnlich auch, ja. Okay. Der erste Kampf schaue ich sicher, also der erste Gegner schaue ich sicher meistens Video, je nachdem noch zwei, drei andere. Ich meine, dein Olympiagegner, der macht Hetzageruma, das brauchst du ja nicht angucken, das kann ich dir so sagen. Der schiebt dich aus der Matte raus, macht Hetzageruma, bam, bum. Vorbei. So einfach. Weil wir gerade hatten, wer die Gewichtsklasse hochgeht, fällt mir gerade ein, Sven,
Der erste, der announced wurde, war der Manuel Lombardo, der in die 73 hochgeht. Ist das so? Scheinbar. Ich würde mich nicht überraschen, abgesehen davon. Ey, das ist kein Kompliment, so wie du das sagst, Fabi. Nein. Der ist einfach komplett am Ende beim Abnehmen jedes Mal vor dem Wettkampf. Er wägt ja jedes Mal am gleichen Tag wie ich. Okay. Darum sehe ich ihn auch meistens irgendwo wie eine halbe Leiche rumliegen. Darum überrascht es mich nicht, dass er jetzt aufgeht. Ja, aber auch 73 hat er mindestens einen Japaner vor sich. Das ändert nichts an dem. Und ein Italiener. Ja, weiß nicht. Vielleicht wird der Basile nochmal rauf. Und neu jetzt auch noch ein Schweizer. Wer denn? Den wer jetzt? Oh. Also jetzt bin ich enttäuscht von dir, oder? Das ist jetzt offensichtlich. Er lacht dich sogar an. Der hat lang gedauert, hey. Fabi, vielleicht noch eine Aussage zum Basile, der geht hoch, oder? Ja, vielleicht probiert das jetzt mal bis 81 für Paris. Meinst oder bis 60, aber wer weiß. Vielleicht wechselt er mit dem Lombardo, ja. Ja, ja, nur eine Option. Ey, jetzt, jetzt gerade im Urlaub, was machst du eigentlich morgen? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ist dein Papa dein Holiday-Manager und du lässt dich einfach so im Flow treiben? Ja, wir schauen einfach mal, ja. Spontan. Gemütlich. Siro kommt ja noch, oder? Irgendwann. Er ist ja auch schon da, ja. Ist schon da? Ja, ja. Direkt hoch. Ja, er ist heute Morgen heimgekommen von Sarajevo. Prost, Fabi. Ja. Okay. Unglaublich. Ey, Olympia steht schon fast wieder vor der Tür, Sven. Was kommt bei uns eigentlich als nächstes im Podcast? Was sind so die nächsten Meilensteine, bevor wir wieder Olympia-Reportagen machen? Die nächste Meilensteine. Eben, was ich vorher schon angekündigt habe, ist französische Folge. Komplett französisch. Das übersteigt Kompetenz von Robert und von mir definitiv. Und wir müssen einfach umsteigen, weil Fabi Nils, hinter euch, was da in der Jugend kommt, kommt viel aus dem Welschland, oder? Das ist natürlich die Olivia Gertsch. Aber da ist eine Power, die kommt. Mhm. Der Bonferroni, Winter, hat das war aus der Welt. Ein Weizenegger. Definitiv, ja. Nicht nur einer. Lionel. Ja, das ist sicher etwas, wo jetzt in den nächsten Wochen und Monaten aufgeleistet wird. Wie du gesagt hast, das SM. Oh ja, wir sind live an der SM. Oh, super. Oh, mal gucken. Ja. Live-Berichterstattung mit Interviews. Mal gucken, wie wir es technisch umsetzen können. Aber ich bin da frohen Mutes. Und seit dieser Woche gibt es die, oder seit gestern gibt es die ersten 4 Folgen auf Spotify zu hören, was ja auch teilweise ein Wunsch war. Aber unser Upload-Limit ist aufgebraucht. Darum müssen wir mal wieder, wie lange müssen wir jetzt warten, bis wir wieder was hochladen können? Ja, ich muss jetzt noch die 5. Episode, die kommt jetzt sicher noch irgendwann in den nächsten Tag. Und dann schauen wir mal, was noch machbar ist. Lade einfach die hoch mit einem guten Ton. Ja, weil jetzt die mit dir und dem Rahn rausschneiden. Hey, die mit dem Rahn, die war eigentlich so gut. Der Rahn war einfach einer unserer geilsten Experten. Wenn der über Judo geredet hatte, ich meine, Sven, wir waren arbeitslos, oder? Das ist so, ja. Und man muss ja sagen, es ist ja auch, also der Rahn hat ja dort dann auch Stoff gehabt zum Reden mit dem Nils in einer EM-Medaille. Also, ja, aber der war vorbereitet. Ja, das ist, eben, ich meine, wenn wir schon nicht professionell sind, können ja unsere Gäste professionell sein. Touché. Ich meine, auch der Nils und Fabi, die haben ja jetzt genug Interviews, Schulungen gehabt in den letzten Monaten. Könnt ihr uns einen Tipp geben, was wir besser machen müssen? Sind wir nicht seriös genug? Ja, nicht. Nein, das ist super. Macht euch sympathisch. Unsere Frauen machen euch sympathisch. Das ist ja gut. Wir müssen unsere Frauenquote erhöhen, Sven. Schon wieder. Nein, nicht beim Gästen.
Wir haben, dann gestern haben wir überdurchschnittlich viele Frauen und wir achten auf einen guten Mix, oder? Kampfrichter, Chiyukas, Judokas, Jugendliche. Gibt gerade so eine Häufung mit Stump und Kocher. Wir laden euch wahrscheinlich mal 2 Wochen nicht ein. Das ist eine Situation geschuldet. Schade. Aber das Stump und Kocher ist dann wieder beim Barbecue, was wir ja der Fabi versprochen haben. Das wartet sie sicher einmal. Natürlich. Ja, die Sonne hat sich ein bisschen gedreht für die Barbecue-Einladung. Schon eingetragen für Agenda 2022 im Sommer. Dann bauen wir das Iglu beim Robert im Garten und dann machen wir das Schneebarbecue. Oh, sehr gut. Dann müssen wir irgendwie die Technik noch schützen, weil das geht dann als erstes flöten. Ihr seht viele, ja, viele Pläne, ja? Und wir hoffen natürlich, dass diese komische Nationalliga A endlich wieder startet. Hoffentlich 2022. Wir sind ziemlich neidisch, Sven, oder? Auf die Bundesliga. Meine. Definitiv, ja. Die sind schon wieder mehr oder weniger voll drauf. Die Stadien sind voll, die Party geht ab. Das ist da, wo die Stimmung ist, oder? Da sind die Emotionen. Das ist, wo wir denken, hey, da haben wir ein paar Zuschauer. Das hätten wir gerne auch wieder bei uns. Ich glaube, wenn es in Deutschland machbar ist, ist es in der Schweiz machbar. Ja. Wir wünschen euch zweien, hey, so viel Erfolg und Spaß bei eurer Zukunft. Es wird traurig sein, Sven, oder? Wenn die jetzt erst ins Training einsteigen, dann sehen wir was wahrscheinlich nicht an der Schweizer Einzelmeisterschaft. Oder? Who knows? Aber wenn ich auf der Matte, Sven, dann bei uns im Studio. Das definitiv. Und dann vielleicht mal auf der anderen Seite, Fabi, dann kannst du mal als Moderatorin einfach mal alles zurückgeben. Ja, das wär mal noch etwas. Wir lassen zwei Gäste einladen und wir sind Gäste und die zwei übernehmen das Kommando. Ja. Nee, wir sind nicht Gäste, Sven. Das wird auch nicht besser. Ist egal, aber mal die Rolle duschen, wie du vorgeschlagen hast. Okay. Ich glaube, das machen wir nicht live. Das ist das, wo wir dann können entscheiden, ob wir es gleich mal veröffentlicht oder nicht. Genau. Dann lassen wir uns mal gespannt warten, wie das bei euch weitergeht. Wir werden euch beobachten, ein Auge auf euch werfen. Nils? Ja, also, oder fühlt euch nie alleine. Big Brother is watching you. Nein, das ist jetzt so unsympathisch, wieder von der negativen Sicht. Das ist eher so im Herzen. Robert, jetzt haben sie herausgefunden, wieso dass ich jetzt 2 Zappern müssen installieren. Ah, ja, stimmt. Vor mir laufen die grünen Punkte. Ich frage eigentlich einfach nur zum Spaß, wo ihr gerade seid. Eigentlich könnte ich es auch so erzählen, aber das wäre jetzt ja kein Dialog. Nee, jetzt kannst du mal kurz zeigen, was hinter dem Vorhang ist? Sitzt da dein Vater im Wohnzimmer oder so? Nein, das ist das Fenster. Ah, okay. Das weiß man ja nie, das sind ja die spannendsten Sachen. Bei wem war das mal? Beim Drew oder so? Da war da im Hintergrund echt coole Sachen aufgebaut und Kunst. Ja. Der hätte mal mehr reinzoomen müssen. Ja, Fabi hat die Wäsche inzwischen abgenommen. Auch dir, Fabi, ganz viel Erfolg. Danke vielmals. Und erhaltet euch euren Humor. Schmucki, danke für die erste Folge, dass wir cool das doch noch geschaukelt haben, trotz dem anfänglichen Chaos. Ja. Danke dir, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt am Sonntagabend. Ja. Danke mal für die Einladung. Immer wieder gern. So können wir weitermachen, Sven, oder? Das ist doch ein cooler Auftakt. Es läuft wieder, Technik läuft. Das ist so, ja. Gäste sind gut drauf. Vielen, vielen Dank. Hey, macht's gut. Tschüss zusammen.